Liebe Zuschauer, nach zwei Wochen Pause sind wir nun mit voller Kraft wieder da. Es ist wieder Mittwoch und damit Zeit für eine neue Folge DOZ News. Herzlich willkommen. Die afrikanische Schweinepest ist weiter auf dem Vormarsch. Nun sind es nur noch rund 20 Kilometer bis zur deutsch-polnischen Grenze. Am vergangenen Donnerstag wurden erneut acht an ASP eingegangene Sauen in Westpolen entdeckt. Die Kadaver lagen teils nur 21 Kilometer von der Grenze entfernt. Insbesondere Jäger in der entsprechenden Region sollten aktuell die Augen im Revier besonders offen halten und nach verendeten oder erkrankten Sauen. Suchen. Bei entsprechender Beobachtung sollte unbedingt das Veterinäramt alarmiert werden. Und wir bleiben beim Thema ASP. Die Nordrhein-Westfälische Landesregierung hat vor kurzem eine ASP-Jagdverordnung beschlossen. Die Regelungen sollen in ASP-Ausbruchsgebieten Anwendung finden, wenn die Seuche festgestellt wird. Neben zahlreichen weiteren Erleichterungen bei der Schwarzwildjagd sollen sogar Sauen jeglicher Alters- und damit Gewichtsklassen mit Schrot erlegt werden dürfen. Auch der Muttertierschutz soll bei akutem Auftreten der Krankheit im entsprechenden Gebiet aufgehoben werden. Die Verordnung liegt derzeit dem Umweltausschuss zur Beratung vor. Hundehalter aufgepasst: In den vergangenen Wochen wurden im Stadtgebiet Leverkusen immer wieder mit Staupe infizierte Füchse entdeckt. Anfang dieser Woche stand sogar ein infizierter Rotrock im Eingangsbereich eines Kindergartens, wie der Kölner Stadtanzeiger berichtet. Der Fuchs wurde eingefangen und erlöst. Hundehalter sollten unbedingt den Impfstatus ihres Vierbeiners überprüfen und gegebenenfalls zum Tierarzt gehen. Innerhalb des vergangenen Monats wurde in Balve in NRW eine Wildkammer gestohlen. Doch damit nicht genug, auch jagdliche Einrichtungen im Umland der Ortschaft wurden beschädigt. Hinweise zu den Randalierern nimmt die entsprechende Polizeidienststelle entgegen. Wer in der Patsche sitzt, ist froh über jede Hilfe. Das gilt vermutlich auch für einen kleinen Iltis, der vergangene Woche in Ratingen-Homberg in NRW in der Klemme steckte. Die Feuerwehr Ratingen eilte einem Iltis zu Hilfe, der aus unerfindlichen Gründen in einem Fangkorb eines Regeneinlaufs klemmte. Die Retter handelten schnell und befreiten den Stinker mit wenigen Handgriffen. Nachdem ein Tierarzt grünes Licht gegeben hatte, wurde er wieder in die Freiheit entlassen. Das waren die wichtigsten Meldungen der vergangenen Woche. Vielen Dank fürs Einschalten und bis nächsten Mittwoch. Bis dahin, Weidmannsheil.